So, na dann guck mal. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Ach so. Im angemessenen Rahmen. Natürlich, ich habe schon alles genommen. Mein Fehler. Übrigens, wie komme ich von hier nach Weißlauf? Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Wow. Was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf? Er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann. Vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Und welche Seite des Krieges wird er unterstützen? Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Ah, okay. Sagt mir, verehrter Alvor, ihr unterstützt also das Kaiserreich? Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Ja, zum Beispiel mich umbringen. Aber die Nord waren nie schön Wetterfreunde. Ich bin Nord, oder? Ja. Und wer ist Elisif? Ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Ja. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Ja, back to the roots. Übrigens, du siehst aus wie ein Schmied. Darf ich eure Schmiede benutzen? Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Ah, okay. Ja, das lässt sich bestimmt einrichten. Und was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein, wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Siehst du, kannst du bestimmt etwas Hilfe gebrauchen. Und was denkst du allgemein über den Krieg? Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbeten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Talus? Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zur Himmelsrand. Warum dürfen die Talmor die Anbieter von Talos verhaften? Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Mann, nehmt euch, was ihr das? Braucht. Im angemessenen... Nein, das war doch... Du hast doch... Ich wollte doch was ganz anderes. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne... Wieso geht das nicht? Moment. Bis Papa, zum nächsten Mal. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Wie hat er ausgesehen? Hatte er große Zähne? Still, Kind. Belästigt euren Cousin nicht. Hallo, Alva. Nehmt euch, was ihr braucht. Na, toll. Kann ich euch helfen? Du? Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Ja. Achso, okay. Was haben wir denn hier? Durchsuchen Truhe. Ein Eisenschwert. Haben wir eh schon. 50 Gold.
Musste ich nicht mal stehlen. Guck mal, und hier haben wir auch... Guck mal, das Geld liegt auf der Straße. Nicht schlecht. Eisendolch. Lesen, Weißlauf für den Ehrenmann. Ah, mitnehmen. Durchsuchen, Kleiderschrank. Ah, ein paar neue Kleider. Haben wir ja Miner's Boots. Keine Ahnung, brauche ich die? Bergbau? Treter? Ah, da oben ist er noch. Nehmen Blacksmith Apron. Ich nehme das mal mit. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt zu irgendwas dann gut ist, aber ja. Was kostet die Welt? Nehmen Schneebieren. Mm. Und Brot. Kartoffel. Lachsbraten. Ey! Hat wahr. Nicht so ruppig. Hühnerei. Oh. Brot. Kohl. Brot. Okay, dann... Oh, hier liegt ja noch mehr. Kartoffel... Oh, die sind aber groß. Knoblauch, Kartoffel, Lauch. Da kann man ja komplett... Ah, für den Käse. Gib mir den Käse. Ziegenkäserand. Getrocknete... Mein Gott, was das hier alles gibt. Elfenohr. Elfenohr, Elfenohr. Knoblauchzopf. Oh, nee, das war jetzt was Falsches. Ne. Also Käse gibt's hier wohl in Massen. Hier noch Karotten. Ja, was die Leute hier so alles bunkern. Haben hier noch Topf. Guck, ein... Oh, nee, stehlen. Nein. Ich gehe mal nach unten. Da kann ich nicht reingucken. Kessel. Jagdbogen. Holzfäller-Axt. Oh. Kann man bestimmt gut gebrauchen. Hm. Dürfte ich wohl das Brot nehmen? Ich habe so wenig. Danke. Du kannst aber schön summen. Sigrid! Fühlt euch wie zu Hause. Könnt ihr nochmal fragen, wie komme ich von hier nach Weißlauf? Folgt einfach der Straße nach Norden, biegt bei der Honigbräu-Brauerei links ab und ihr seid auf dem Weg zum Stadttor. Es ist nicht weit. Früher sind wir dort fast jeden Monat auf den Markt gegangen, aber dann wurde die Reise wegen des Krieges zu gefährlich. Oh, tja, die Zeiten ändern sich. Und was denkt ihr über den Krieg? Ich hoffe einfach, dass der Krieg nicht nach Flusswald kommt. Es gibt auf der Welt schon genug Ärger. Da müssen die Sturmmäntel nicht noch mehr machen. Ja, aber jetzt bin ich ja hier und alles wird gut. Mhm. So, dann haben wir hier noch jede Menge Bla-Zeug. Ja, Trollfett. Oh, lecker. Wer wollte nicht schon mal eine Runde Trollfett mitnehmen? Oh, Eisenpanzerhandschuhe. Eisenschwert. Ich denke mal, ich kann das ja wahrscheinlich alles dann eh gleich verkaufen. Nordmeat. Meat. Meat ist genau das Richtige, was ich will. Was haben wir hier noch? Eisenstiefel. So. Du sitzt da so rum, hä? Das ist das Zaubertrank des Waffenschmieds. Okay, das ist... Was haben wir hier drin? Was ist das? Closest Iron? Hm. Messer und Gold. Hallo. Truhe. Come on, Closes. Horkerzahn. Horsehide. Ich bin bei manchen Sachen noch nicht so ganz schlüssig, was das sein soll. Merchant Boots. Okay, Verkäuferstiefel. Oder Händlerstiefel. Oh, Salz. Salz.
So. Okay, dann Dorte. Ich gehe dann mal hier hoch. Sigrid. Schönen Abend noch, oder? Haben wir hier noch was? Nee. Dann werde ich jetzt mal... Ach, du bist am Kochen. Hat wa? Da wollte ich gerade hin. Darf ich vielleicht? Kurz. Jetzt. Ha! Ich kann das nämlich eh viel besser. In Kochtöpfen kannst du Essen zubereiten, das deine Gesundheit wiederherstellt oder andere vorübergehende Effekte hat. Für jedes Rezept sind bestimmte kulinarische Zutaten notwendig, wie du in ganz... Ach, die du in ganz Himmelsrand findest. Okay. Dann rühren wir uns mal ein Süppchen zusammen hier. Heute gibt es Kartoffelkohlsuppe. Stell 10 Gesundheitspunkte wieder her. Stell 10 Punkte Ausdauer wieder her. Stell 10 Gesundheit, 10 Ausdauer. 4 Kartoffeln, 5 Salz, 2 Lauch. Das macht genau das gleiche, wa? Dann mache ich die Kartoffelsuppe hier. Ich verbrauche nicht ganz so viel Materialien. So, was haben wir hier noch? Kohleintopf mit Apfel. Stellt 15 Punkte Ausdauer wieder her. Stellt 10 Gesundheitspunkte wieder her. Oh, auch nicht schlecht. Ja, dann mache ich doch hier noch. So. Okay, das war's dann. Siehst du, ich war schon produktiver als du, hat wa? Denn ich habe den Kochtopf gerührt. So, ich sollte mal probieren, einen Händler aufzusuchen. Achso, Moment. Darf ich vielleicht nochmal kurz Wie angenehm, wieder in einer freundlichen Umgebung zu sein, was? Ja, wie komme ich von hier nach Weißdorf? Ich werde eine Weile hier bleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Ach, du legst jetzt auf die faule Haut. Ich würde euch empfehlen, nach Weißlauf zu gehen. Das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen. Ich habe gerade nicht zugehört. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Haltet euch einfach in Richtung Norden. Ihr könnt es nicht verfehlen. Es ist die Hauptstadt des Fürstentums Weißlauf, des größten und besten Fürstentums von Himmelsrand. Aber ihr braucht mein Wort nicht für wahre Münze zu nehmen. Nee, so und so nicht. Wer waren eigentlich die anderen Gefangenen? Das wisst ihr nicht? Nein. Das waren Ulfric Sturmmantel und seine höchsten Offiziere. Ah. Ist er irgendwie ein Verräter? Ich achte nicht so auf aktuelle Ereignisse. Ja, das nehme ich. Ah, richtig. Ihr wurdet gefangen genommen, als ihr versucht habt, die Grenze nach Himmelsrand zu überqueren, nicht wahr? Ja. Das kann man wohl sagen. Ulfric ist der Anführer der Sturmmäntel. Ihr wisst schon, die Verräter, die Himmelsrand aus dem Kaiserreich lösen wollen. Ja, und wir sind die Sturmmäntel? Ihr habt noch nicht einmal von dem Bürgerkrieg in Himmelsrand gehört? Nein. Ha, nun, unten in Cyrodiil haben die Leute wohl andere Sorgen. Es ist ganz einfach. Ulfric hat die Sturmmäntel vor Jahren gegründet, als eine Art Privatarmee, um seine ehrgeizigen Ziele durchzusetzen. Er hat schon immer das Verbot der Verehrung von Talos genutzt, um die Leute gegen das Kaiserreich aufzuhetzen. Viel Unterstützung hat er dadurch nicht gewinnen können, also hat er vor ein paar Monaten den Großkönig ermordet. Danach war ihm die Aufmerksamkeit des Kaiserreichs gewiss. Tja, so macht man sich, so kommt man in die Medien heutzutage. Und wie habt ihr Ulfric gefangen? Eine Meisterleistung von General Tullius. Nein, nicht so. Er hat hier erst seit ein paar Monaten das Kommando, aber dank ihm hat sich das Blatt für das Kaiserreich gewendet. Wir versuchen Ulfric schon seit Beginn des Krieges zu erwischen. Aber er ist uns immer durch die Finger geschlüpft, als hätte er immer gewusst, wann wir kommen. Diesmal hat der General den Spieß umgedreht. Ulfric ist uns mit nur einer Handvoll Leibwächtern in die Falle geritten. Er hat sich auch ohne Widerstand ergeben. So viel zu seinem Ruf zu siegen oder zu sterben. Ich dachte, wir würden Ulfric nach Cyrodiil bringen. Aber der General hat seine Meinung anscheinend geändert. Den Rest kennt ihr. Und ihr meint dann wirklich, das ist alles so gewollt gewesen, ja? Na gut, ich dachte, die Drachen seien schon lange ausgestorben. Ich werde eine Weile... Das dachte ich auch. Wenn die verdammten Sturmmäntel irgendwie einen gefunden oder aufgeweckt haben, dann wird der Krieg womöglich bald ziemlich hässlich. Schwer an einen Zufall zu glauben, wenn der erste Drache, der sich seit Hunderten von Jahren blicken lässt, ausgerechnet kurz vor Ulfrichs Hinrichtung angreift. Ja, das kann schon mal vorkommen. Ihr meint wirklich, ich sollte der kaiserlichen Armee beitreten?
Natürlich. Ich weiß. Heute habt ihr von der Armee nicht den besten Eindruck gewonnen. Ja. Aber ich hoffe, ihr gebt uns noch eine Chance. Die Armee könnte wirklich jemanden wie euch gebrauchen. Besonders jetzt. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Na ja. Mal gucken. Meint ihr, General Tullius weiß, woher dieser Drache gekommen ist? General Tullius hat meine Hinrichtung befohlen. Warum sollte ich ihm helfen wollen? Ja. Ich kann euch nicht verdenken, dass euch das wütend macht. Mir ging es an eurer Stelle genauso. Aber das war nur ein Versehen. Ihr hättet gar nicht auf dem Wagen mit diesen Sturmmantelverrätern sein sollen. Und die kaiserliche Armee braucht eure Hilfe. Besonders jetzt, da der Drache irgendwo da draußen und Ulfric wieder auf freiem Fuß ist. Ich muss drüber nachdenken. Ihr habt gut gesprochen. Vielleicht werde ich mich ihr anschließen. Ich denke drüber nach. Natürlich, das verstehe ich. Es ist nicht leicht, an einem Tag von der Armee fast hingerichtet zu werden und sich ihr am nächsten Tag anzuschließen. Ja. Aber ihr werdet sicher noch einsehen, dass die Armee im Moment Himmelsrands einzige Hoffnung auf Frieden ist. Ich weiß, am Ende werdet ihr die richtige Wahl treffen. Nein, ich bin selbst verliebt. Ich bin die einzige Hoffnung. So, wo, ja. Du schläfst? Ist das der Schmied? Ah, guck mal, ich wollte dich noch was fragen, mein Freund. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Warum dürfen die Talmor die an... Bla, von Talos... Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete. Wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein. Ach, wie süß. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen. Das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Ah, okay. Ja, gut, dann vielen Dank für die Auskunft. Bis zum nächsten Mal.